Wir sind on air. Dann sage ich Hallo. Mein Name ist Magdalena Reiter. Ich darf diesen Abend heute moderieren. Es ist der 39. netzpolitische Abend. Und normalerweise sind wir im MetaLab in Wien, im ersten Wiener Gemeindebezirk. Und der netzpolitische Abend macht heute einen Ausflug nach Linz. Und wir freuen uns sehr, dass wir in der offenen Werkstatt in der Grau Garage sein dürfen. Cisa ist Programmkuratorin und mag auch noch Hallo sagen. Genau, ich würde da nur kurz Hallo sagen und euch herzlich willkommen heißen in der Grau Garage. Ich glaube, viele von euch waren noch gar nicht da. Das ist Makerspace, den es jetzt seit Ende Februar bei uns in Linz gibt. Wenn es irgendwelche Fragen zur Grau Garage gibt, einfach noch gern an mich richten oder an die Kollegen, was da sind. Wir freuen uns auch, wenn es also überhaupt, dass der netzpolitische Abend da ist heute und wenn es nachher noch ein bisschen bleibt. Und genau, ich wünsche eine aufregende Diskussion auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass wir da sein dürfen. Also ihr habt es schon mitbekommen, wir haben einen Livestream und es wird aufgezeichnet. Falls ihr nicht im Bild sein wollt, dann kommt einfach bitte nicht nach vor. Andersrum, wenn ihr Fragen stellen wollt bei den Diskussionen, dann sprecht bitte ins Mikro, damit alle Leute die Fragen auch hören. Wir möchten uns auch ganz herzlich bei den Freien Radios bedanken, allen voran bei Radio Froh in Linz, bei der Radiofabrik in Salzburg und bei Radio Orange in Wien, dass sie den netzpolitischen Abend übertragen. Die Tonspur wird zudem von Herbert Gnauer in einer Sendung geschnitten und ist im Cultural Broadcasting Archive später abrufbar. Die Videoaufzeichnung wird von unserem lieben Kollegen Andreas gemacht und ist auf dem YouTube-Kanal von Epicenter Works veröffentlicht. Genau, und wer twittern mag, es gibt die Möglichkeit unter dem Hashtag Netzbett zu twittern. Ganz kurz zum Ablauf. Der netzpolitische Abend hat immer drei kurze Vorträge. Direkt nach den Vorträgen gibt es dann jeweils die Möglichkeit für Fragen vom Publikum. Danach gibt es auch noch die Möglichkeit, falls ihr selber Themen mitgebracht habt, die ihr vorstellen wollt, ganz kurze Lightning-Talks zu halten. Wenn ihr das machen wollt, dann bitte hinten eintragen. Das Gleiche gilt für Veranstaltungshinweise. Genau, und dann fangen wir schon an.